Weiter Weg, aber ist egal. Ich hol mir nur Taschentücher. Ach, du holst dir Taschentücher. Ja, dann. Kopfball! Guck mal, die Stimme hat sich schon verbessert. Bumm. Hat schon richtig viel Holz gesammelt. Was hat sich gebessert? Deine Stimmung. Ach ja. Seitdem du Taschentücher abbekommen hast, geht's dir wieder besser. Was soll ich auch machen? Ich streame ja nicht mit schlechter Laune. User was moved to your channel. Hallo? Hallo Nudel. Willkommen. Nudel, ich möchte auch eine coole Grappling Hook. Ja. Warte mal. Ist das eine Starlight Grappling Hook oder was? Kann man so sagen, ja. Cool. Warum kann ich das nicht andersrum platzieren? Ja, sowas Streams kommen immer ein bisschen spät, das wissen wir so. Aber das ist halt seine Zeit, ne? Wenn er die für sich so ausgesucht hat, ist ja okay. Meistens dann halt im Anschluss an mir oder so und dann. Je nachdem. So ist es halt einfach. Wie Evil Knight, ihr müsst ja auch nicht zuschauen, ne? Wenn ihr es zeitlich nicht schafft, dann halt nicht. Es war ja nur eine Stream-Empfehlung meinerseits. So, ich wollte das Ding hier aufwerten. Das heißt, wir brauchen nochmal gebrannten Dreadstone. Den haben wir nicht hier. Können wir da hier machen. Also, Blauli, wenn du mir zwei Enderperlen bringst und Purple Dye, kann ich es dir machen. Purple Dye, okay. Und zwei Enderperlen. Ich guck gleich mal eben. Enderperlen ist nicht das Problem. Das System. Purple Dye haben wir auch noch für dem System. Ach, wie viel Purple Dye brauchst du? Dann brauche ich nichts. Okay. Ja, dann kann ich mir mich jetzt dann demnächst mal gucken, dass ich den Großteil mit Powered Raids powern kann. Ach, da gleich ein scheiß Autokorrektur, ist doch egal. Ja, ich hab's ja verstanden, was du sagen wolltest. Hab mich auch nicht drüber lustig gemacht, also alles gut. Der King, danke für dein Follow und Hallöchen. Und nur der muss mir dann mal helfen, wie man die Bombfarm aufbauen. Da hab ich keine Ahnung. Kuppel. Ja? Ich dachte, wir bauen mal die Kuppel. Die Kuppel können wir auch bauen, mir egal. Wir wollen alles machen. Ja, das, mir egal. Die Sache ist halt, es gibt in diesem Projekt halt super viele Sachen, die man bauen möchte und kann. Und man weiß halt nicht, wo man anfangen soll und aufhören soll. Wolltest du eigentlich wirklich meine Insel verbessern, Nudel? Also ich hätte ja kein Problem mit, aber ich mag sie eigentlich so, wie sie ist. Nein, es war nur Troll. Okay. Blitzableiter wäre in Ordnung. Ja, wenn man damit Strom erzeugen könnte, ne? Könnte ich hinbauen, ja. Ja, Schenks, da sitze ich mal dran, ne? Müsste ich halt irgendwie Kabel rüberlegen. Da explodiert halt immer alles. Aber ich bin hier trotzdem nur sporadisch, weil ich ja nebenbei mein Modell weiterbaue. Was für ein Modell baust du eigentlich? Für Studium. Ach so. Ach, du baust ein richtiges Modell. Ich dachte, du machst sowas, die Warhammer-Figuren basteln oder sowas. Nein. Voll die Beleidigung, ey, nein! Ich mach doch nicht so einen Schmutz. Echt so? Ich mach sowas, also bitte, ganz vorsichtig. Wir könnten mal so einen Warhammer-Figuren-Bastel- und Anmal-Stream machen, aber ich weiß gar keine Ahnung, ob das irgendwen interessiert. Aber das ausprobieren, dann siehst du es. Das ist halt einer der Sachen, die ich so für meine Entspannung. Weißt du, ich habe halt erst überlegt, okay, was machst du, um dich ein bisschen zu entspannen? Und das ist einmal das bei rumgekommen, ja? Pokémon so ein bisschen Warhammer-Figuren. Nee, Pokémon zocken ist für mich immer Stress. Ja, das liegt dran, dass du immer noch nicht die Typen im Kopf hast, ne? Ja, ich kann mir die auch nicht merken. Brenn das Gift. Ja, ja. Ja, ich kann mir das halt einfach nicht merken, beim besten Willen nicht. Also, es ist ja traurig, aber wahr. Und ich kann es mir seitdem viel mit dabei ist auch nicht mehr wirklich gut merken. Weil ich es mir halt nicht merken kann, ist einfach. Pokémon immer ein bisschen Stress für mich. Es ist nicht so entspannt. Aber ich sag mal, so eine Figur, wenn du ganz filigran arbeiten musst. Au! Dankeschön! Bitteschön. Wie funktioniert der? Es hat eine gewisse Range. Huch. Ah, das geht automatisch direkt los. Ach, cool. Du siehst über deiner XP-Leiste die Löcher jetzt so blau, ne? Ja. Wenn du den Stab in der Hand hast und wenn du dann klickst. Dann siehst du, dass er sich halt quasi auslädt, keine Ahnung. Entleert. Das heißt, entleert, genau. Ja. Und das ist quasi die Range. Ach, cool. Das gefällt mir. Ist davon abhängig.
Danke, danke. Je nachdem, wie viel XP du hast und so weiter, oder wie? Nee, das ist einfach nur die Anzeige, kann ich dir auch mal in. Ach, okay. Geben. Nee, ich kann es mir ja schon vorstellen. Und, das geht nicht weit genug. Was brauchen wir denn hier? Wir brauchen nur 2000 Energie und die Dreadlands. Dann hab ich die Dreadlands. Das hat schon cool. Aua, ich wurde verflucht, Blauli. Wieso? Ich hab nichts gemacht. Ich hab Wither-Effekt nicht geweckt. Ja, ich hab auch Wither-Effekt. Legt euch nicht mit meinen Göttern an. Ja, mein Stab wieder. Ja, bitte. So, dies hier. Dann achso, Blauli. 2, 3, 4, ja. Mir ist eben auch was ganz Komisches in Animal Crossing passiert. Was denn? Ich habe komischerweise ein Item doppelt bekommen. Das habe ich schon gehört. Da gibt es so ein paar Bugs, die Item-Verdopplung aktivieren. Also am Anfang gab es ein Duplicate. Ah, es gibt noch mehr. Es gibt mittlerweile einige Duplizierungsbugs. Ja, weil so die Leute halt ausprobieren. Wenn nee, du zum Beispiel so irgendwie irgendwelche Kisten falsch hintust und so oder Sachen im Bausimulator anders machst oder so, dann geht das schon. Nee, meine Idee war ja, ich wollte gerade was verbuddeln und in dem Augenblick hat halt jemand das Loch zugeschüttet. Da ist plötzlich doppelt drinne. Witzig. So, jetzt haben wir den nächsten Stab. Jetzt können wir uns die Essenzen von den Mobs holen. Das wird jetzt wieder ein bisschen, ich sag mal, monoton werden, aber muss halt auch gemacht werden. Das sehen Sie im Cut. Nee, nichts im Cut. Dafür spiele ich das Projekt ungecuttet, weil ich gesagt habe, wir nehmen das alles mit und wenn es einen nicht interessiert, dann soll er halt nicht zugucken. Ganz einfach! Die Leute können ja selber skippen. Was? Wir können den Stream über skippen, Call. Cool, ja. Ihr cool. Guckt schon das, was morgen passiert ist. Wir können ja zur Katze gehen. Ich gehe normalerweise zur Entspannung Bogenschießen. Ah, das ist auch cool. Bogenschießen ist auch was cooles. Bogenschießen, triffst du überhaupt was? Ich habe noch. Nein, das habe ich nur vorgelesen gerade. Ja, ich weiß nicht, ob das was für mich wäre. Das Problem beim Bogenschießen ist immer, du musst irgendwo eine Möglichkeit haben, wo du das machen kannst. Ja, du musst ja entweder einen Sportverein haben für sowas oder irgendwie sowas in der Art. Oder einen Garten. Ich hab einen Wald, wo niemand also, rein darf. Also ich sag mal... Ich hab auch ein Waldgrundstück. Wenn ich Bogenschießen gehen will, gehe ich zu meiner Tante. Ich hab einen Wald. Um die Ecke oder hast du einen eigenen Wald? Eigenen Wald, also ah, geil. Meine Großeltern haben Forstwirtschaft noch. Ja, ist doch cool. Und haben dir schon ein Stück Wald vererbt? Grundsätzlich nicht, aber ich arbeite ein bisschen bei meinem Großvater. Ach, du hilfst mit, das ist auch cool. Ja, nein, ich hab nicht auf das Reh geschossen. Wenn was gefällt werden muss, ich bin da. Oh, ich hab vorgestern hat einer unserer Mitarbeiter kam seine Mutter vorbei und hat ihm eine Plastiktüte mitgebracht, so einen großen schwarzen Sack. Und dann hat er mir das gezeigt, da war da ein kleines Rehkitz drin, also ein erschossenes Rehkitz. Nicht Rehkitz, sondern also die Jungrehs, die man schon erschießen darf. Ist das nicht ein Kitz? Ja, ist ein Kitz. Ja, darf man, also ich weiß, da gibt es irgendwo eine Grenze, was man darf und was nicht, aber es ist auf jeden Fall keine schon erlaubt. Ist ein Jungreh gewesen. Keine Ahnung, einfach machen. Ja, kein mir auch kein Jäger. Breakdancen als Entspannung kann ich mir nur dann gut vorstellen, wenn ich selber, wenn ich ein anstrengendes Leben habe, ja? Wenn ich zum Beispiel nur sitze oder sowas. Hier oben ist ein Renament. Ich weiß nicht, ob ich den brauche. Guck mal, was der verkauft. Aber Blauli, du kannst dich doch nicht rein. Bürostuhl drin. Das ist das Problem. Ich habe ja keinen rein sitzenden Job. Als Chef rennst du die. Also, ich dachte schon, als ich an der Maschine stand, war immer anstrengend. Aber jetzt renne ich ja nur noch hin und her. Könnt ihr was von dem Stein da mal ins Lager packen? Der Remnant hat Blokulukdu gesagt. Kann man nichts abbauen? Ja, bei mir hat er auch nur. Nee, die haben noch nichts abgebaut. Weil ich das Buch wahrscheinlich nicht dabei habe. Ja, da will nur irgendwas von Necronomicon. Ja, ja. Weil ich es nicht dabei habe. Kann ich es nicht übersetzen. Ja. Kannst du was von dem Stein abbauen und ins Lager tun? Ja. Zwei Steine von abbauen, das bringt ja aber auch nicht viel. Also als Hobby habe ich eine ganze Menge Sachen. Da habe ich nicht nur, also eigentlich habe ich als sportliche Betätigung gar nichts als Hobby. Aber wir haben einen Hund, das ist schon mal eine sportliche Betätigung. Sport macht Spaß. Ist gesund. Für wen? Für dich. Sagte ich schon, ich habe einen Hund. Hund? Ach, so ist das Sport genug. Man kann auch Sport nebenbei noch machen. Also ich mache auch keinen Sport. Mit dem Hund? Mit dem Hund. Ja.
Ja, wir trainieren unseren Hund im Moment. Wir versuchen ein bisschen Obedience zu machen. Nicht Obedience, sondern Parkour-Rennen oder so. Nudel kennt das. Mhm. Und klappt's? Wir haben jetzt erstmal nur so einen Tunnel gekauft und das hat schon funktioniert. Ja gut, euer Hund ist ja wahrscheinlich nicht so groß, ne? 60 cm Schulter? Okay, ja, wohl. Geht eigentlich. Ja, und da passt er denn durch den Tunnel? Was habt ihr da für einen Tunnel? Ja, das ist schon ein großer Tunnel gewesen. Achso, okay. Ja, ich dachte gerade eben... Ah, Agility! Ja, Entschuldigung, Miri! Wusste das nicht. Agility ist doch Bewegung. Ja, Agility, genau, das heißt halt, ja, das ist halt, dass der Hund durch Stäbchen läuft, über Hürden drüber springt, über eine Wippe oder sonst was. Aber wir haben jetzt, genau, wir haben jetzt erst, genau, das ist nämlich eigentlich heimlich ein Pferd. das ist einfach, also erstmal, ne, beschäftigt es den Hund. Das heißt, der macht nicht so schnell Blödsinn, weil er nämlich beschäftigt ist und ausgelastet ist. Er muss sich darauf konzentrieren. Genau, er muss sich darauf konzentrieren. Das ist also gar nicht so einfach für ein Tier. Und es ist halt eine coole Sache einfach, weil das ist halt dafür sorgt, dass der Hund noch besser auf dich hört, wenn er das für mich lernt. Und dann kannst du später mit dem Hund Preisgelder gewinnen. Ja, nee, das glaube ich zwar nicht mit unserem Hund, aber... Das hängt auch an dem Trainer, also mit dem Herrchen zusammen. Also ja, da würde ich jetzt sagen, da liegt wahrscheinlich das Problem. Ja, das liegt am Trainer. Es ist ein schlechtes Pokémon. Wir müssen es noch aufleveln. So, ich habe genug Sora. Hast du schon genug Fleisch? Das kommt, ja, wenn man nebenbei noch Pokémon zockt. Wovon hast du genug? Ich habe von den Essenzen schon genug. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch die Omotol Ghoul Flash. Ich habe 9. Ghoul Flash? Ich habe 7. Oh, wow. Wer droppt denn das? Die Omolot Ghule vielleicht? Nein, das ist eine Lüge. Wie kommst du darauf, Sora? Einfach nur so eine blinde Vermutung. Könnte aber auch komplett falsch sein. Ja, ich glaube, du hast keinen Lack, ne? Auf deiner, nee, auf deiner Werfwaffe. Hab ich nicht. Richtig. Ja. Nodel, was machst du gerade? Modell bauen. Ich habe ja auch keinen Lack gebraucht bis jetzt. So. Und AFK rumstehen und in den Himmel schauen. Bis eine Sonnenfinsternis kommt. Ja, das war heute wieder so witzig. Du kommst, bist AFK. Ja, ich schau ja ganz halt in den Himmel. Gibt es dazu eine Wahrscheinlichkeit, wann eine Sonnenfinsternis kommt? Alle 36 Minecraft-Tage. Ach du Scheiße, wie lange musst du darauf warten? 36 Tage. Das Lustige ist, wenn ich es halt verpasse, dann muss ich nochmal 36 Tage warten. Das ist eine traurige Geschichte. Ja, das ist halt das einzige Sternenbild, was halt alle 36 Tage kommt. Ach du Kacke. Miris wollte hier Betätigung haben mit Taschentüchern zu tun. Oh. Aber man muss auch dazu sagen, dass es das Stärkste ist, würde ich mal behaupten, weil damit kannst du halt Looting und sowas halt verzaubern. Letzte Woche kam eine Anfrage von den Yankees, die wollen Miri als Werfer. Komm, der Jungs ist aber mega cool, der Kommentar. Mega kreativ. Sollte doch noch nicht jeder wissen. Kriegen die Gegner schon Angst? Ja, weil Miri ihm auf den Kopf zählt. Ja, aber müssen Miri dann nicht eigentlich bei Ding mitspielen? Bei Handball oder so? Miri hat früher Handball gespielt, ja. Glaubst du, warum das so weh tut? So gut. Ja, stimmt, Respekt. Die trifft ja in letzter Zeit wirklich immer so gut. Kacke. Habt ja recht. Miri macht da gut. Miri müsste Shooter spielen, sie trifft so gut den Kopf. So, ihr habt ja mal nur 14 Omolot Stones ins System gepackt. Reicht dir das? Warte, Sora, lass mich die töten. Ich hab Lack drauf. Ja, mach doch. Wir haben sowieso ein bisschen Leben. Halte die nur. Ja, ich seh's. Model? Ja. Der das davor gerade nochmal ab. Und der weitere ist. Bist du denn? Achso, du bist im Labor. Nee, nicht das Lager, das Labor. Hallo Unite, Fabio zurück. Aber Louis, ich glaube, wir haben so ein Problem mit deiner Automatic Torch. Warum? Leuchtet das ganze Gebiet aus und dann spawnen keine mehr. Oh shit, die ist an. Ja. Hä? Warte, da ist sie. Sorry. Papa Louis. Es ist jetzt einfach nur so eine Vermutung. Hast ja recht. Dass die ja hier nicht. Das ist so mittlerweile bei mir so unbewusst, dass ich ja gar nicht drüber nachdenke. Ich reiß die mal irgendwie ab.
Ja, füll mal deinen Stab wieder auf und hab 50 Fackeln noch im Inventar. Du. Deswegen sind nämlich oben keine mehr gespawnt, wahrscheinlich. Oh Mann. Ich vermute es einfach mal. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Familie. Ich weiß nicht, hast du hier unten, ist hier unten irgendwas Interessantes für dich? Nee, wie gesagt, ich brauche jetzt erstmal nur diese Ghoul-Dinger hier, das Fleisch. Und wahrscheinlich brauchen wir auch. Tschüss. Brauchen auch auf jeden Fall was von dem Oberlord-Stone. Eine Statue zumindest. Was? Wo? Hier unten. Ach, das ist eine. Ja, ach, das sind die normalen Spawns. Kannst einfach clearen. Weiß ja nicht. Gucken. Nice. Die Statue haben wir schon zuhauf. Lass ja verstehen. Wir brauchen einfach nur diese Brule hier, diese Typen da. Wie geht's euch allen so? Auch Shanks und Nudel und Co. Gut. Gut. Schlechten Menschen geht's immer gut. Wow. Da redest du nur von dir so. Ich wollte gerade sagen, was war denn das für ein Kommentar? Danke, Renata, danke. Ach ja. Bin nur ein bisschen traurig, weil mein Paket immer noch nicht da ist. Es ist. Ja, Blauli. Ja, erinnere mich mal gleich nach dem Stream, dann schicke ich dir die Verfolgungsnummer, okay? 40 Euro mehr kommt das Geschenk, also das Paket morgen bei dir an. Die haben halt einfach keinen Lageristen, der das Ganze betreut. Ja, UPS ist halt ins Ausland, das ist immer Glückssache. Du hast manchmal. Ins manchmal, Ausland. Ja, ist halt Ausland. Das ist ja wirklich. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Das klingt halt fies. Ja. Wobei, es ist auch irgendwie wieder falsch, das als fies zu sehen. Es ist halt einfach so, dass das nach Österreich halt hin es über die Grenze und über den Zoll muss. Und wenn der Zoll der Meinung ist. Lol. Das ist illegal. Das ist nicht. Das die ist handeln mit illegal. Rüben. Die handeln mit Rüben, das geht nicht. Oder die sagen. Von sich selber. Oder die sagen halt einfach, ja, nee. Ja. Meine Tochter hat noch kein Geburtstagsgeschenk, das behalte ich dann. Ja. Dann Jackpot. Nee. Aber gleich mal, wie gesagt, nach dem Stream. Mich nochmal dran anhauen. Zur Not schreiben. Ich schicke dir einfach die Nummer. Kann man ja zum Glück alles nachverfolgen. Ja, ja. Außer es steht auf unmissverständlich, also es ist verschollen. Das wäre dumm. Das wäre dumm. Wurde beim Nachbarn abgegeben. Ja, oder es hat deine, oder es hat deine Mutter schon. Denkst du, sie will es dir nicht geben? Ja, ja. Ich spiel selber. Ohne Switch. Ja, die nimmt ja deine. Wer weiß, du bist nicht immer da. Wenn du arbeiten willst. Doch, du zeigst. Also meine Mutter würde das machen. Okay. Meine Mutter zockt für ihr Leben gerne. Also die hat Gameboy, die hat einen 3DS. Die und hat wie viel hast du? Ich habe 46. Ich habe 11. Reicht noch nicht. Aber fast. Ja, ich habe ihm eben schon mal 8 Stück gegeben. Und dafür, dass ich kein Looting habe. Ich habe kein Looting im Gegensatz zu Baloui. Warum hast du kein Looting, Socha? Ich meine, Bayern ist schon Ausland. Österreich ist gefühlt ein anderer Kontinent. Yo. Oh, fies. Echt so, fies. Ja, du bist ja Bayer. Ich bin kein Ausland. Shanks, kannst du denn Wiener Schnitzel machen? Nee, der wohnt in Salzburg, der kann uns nur leckere Mozartkugeln mitbringen. Nee, aber nur schon. Die Mozartkugeln kriegst du doch wieder von Enes und das sind dann wieder zu viele. Das Problem war einfach, dass es viel zu warm war. Das war so traurig, die sind alle angeschmolzen gewesen. Das ist doch geil. Blöder Sommer. Blaulich, hier oben sind wieder welche. Komm her. Hallo, liebe Ghule, kommt mit mir mit. Da, Party. Bei Marzipan bin ich leider raus. Marzipan ist geil. Oh, Barak, das ist aber echt. Ich will sowas Ekliges auch schon essen. Marzipan ist das Coolste auf der Welt. Also so eine schöne Marzipan-Torte ist geil. Oh, für ein Lübecker Marzipan, ey. Oh, jetzt habe ich aber Lust auf Marzipan. Das ist fies. Hast du da ja noch Mozartkuchen von Enes? Nee, wie gesagt, die sind leider, dadurch, dass sie warm geworden sind, angeschmolzen. Und dann haben die irgendwann irgendwie angefangen zu schimmeln. Ich weiß nicht, warum.
Richtig traurig eigentlich. Aber ich habe schon einige. Ich habe halt schon einige davon gegessen gehabt, deswegen ist nicht so schlimm. Einige, sehr viele. Vielleicht. Einige. Ein paar, viele. 80%. Aber ich wusste nicht, dass Schokolade anfangen kann zu schimmeln. Ehrlich nicht, keine Ahnung. War sehr seltsam. Ich hatte noch keine Schokolade geschimmelt. Nee, es war, ich denke mal, das ist auch eher eine Kombination aus Marzipanmasse und Co., dass das wahrscheinlich deswegen. Das kann dann eher sein. Ey, das waren so viele Marzipankugeln, die hätte ich nie an einem Tag essen können. Muss ich mal anstrengen, auch wenn es Marzipan ist. Also, ich hätte es geschafft. Ich hätte es nicht geschafft. Es waren vielleicht noch 20% drin oder so. Der Rest war schon aufgegessen. Aber na, ist ja egal. So. Louis hat nicht alle an einem Tag aufgegessen, weil er auf seine Figur achten muss. Genau. Was für eine Figur? Und dann kein Schokolade. Genau die, war Louis. Genau die. Leiser LP, Marzipan, selber. Lecker. Figur is not available. Das ist ein Achievement. Gute Figur, aber das kriege ich nicht. Ups. Rund ist auch eine Form, beziehungsweise Kugel eine Figur. Ja, stimmt. Ja. Nicht geografisch, das ist das falsche Wort. Wer hat denn hier goldene Platten draufgelegt? So. Bist du schon wieder zurück, oder wie? Ja, ja. Hey, sag das doch. Sorry, ich bin schon das Buch fertig geworden. Aber das muss dann erstmal wieder stundenlang aufladen. Ach ja. Was lachst du? Nichts, ich hab gerade ein Video gesehen, wo mir jemand geschickt hat. Ach so. Ach, super lustig. Na. So, frage mich immer öfter, ob wir gibt's in die Lumen einbauen. Gibt's eigentlich bei Abyssal irgendwas zum Fliegen? Das weiß ich noch nicht. Ich habe Abyssalcraft nie durchgespielt. Ja, aber ciao, so, Patschi. Generell. So, wir sind jetzt mal so. Omotol. Rituals in Omotol. Dann gucken wir doch mal, was es da gibt. Ich wusste gar nicht, dass Seftech auf 1.12 ist. Auf welcher sonst? 1.10. Was hatte ich hier? Neueste. Du hast kein Aim, danke für deinen Follow. Ritual of Reverse Time. If you in some way failed to obtain the essence of the gatekeeper, you can revert time and find Jazar again. Okay. Also, falls wir es verkacken, ne? Ist auch Astral Sorcery drin. Und wir wissen, dass es da eine Möglichkeit zum Fliegen gibt. Die haben wir uns aber absichtlich verwehrt. Weil wir gesagt haben, das ist vielleicht im Moment ein bisschen OP. Genau, sobald wir zum Mond fliegen, sagen wir erlauben auch das Fliegen mit Astral Sorcery. Echt? Cool. Das war einfach nur dahingesagt. Ja, ist aber eine gute Idee. Warum auch nicht? Irgendwann werden wir Jetpacks haben und so. Also, soll's. Ja, gibt halt Sinn. So, was ist das hier? Crystallis, Katsumus, a large amount of energy. You purge every trace of the Dread Plague. Ach, guck mal. Nee, Dread Plague. Ich muss mal probieren, ob das geht. Ob ich hier die. Guck mal, ich hab. Hast du gehört, Shanks? Es gibt irgendein Ritual. Ritual of Purging, aber dafür brauche ich kristallierte Calcium-Cluster. Viel Spaß beim Suchen. Ich muss hier suchen. Weil du es versaut hast. Ich hab nichts versaut, ich hab gar nichts gemacht. Du hast Besuch auf deiner Insel. Ich sehe schon, da ist Party. Dass dir scharf leben lassen, ist der Hammer. Hier gibt es ein ganz spezielles Metall, Extaxium Ingot. Das muss man herstellen aus Exatium Bricks mit einem Life Crystal. Okay, mal gucken, ob wir das irgendwann brauchen. Cthulhu Charm. Was ist der Cthulhu Charm?
Arranged Cthulhu Charm is made by infusing a Cthulhu Charm with arrows and shadow fragments. Aber was ist ein Cthulhu Charm? Was ist das? Hört sich super lustig an. Hört sich an wie ein Cthulhu. Eine mystische Kreatur. Cthulhu Charm. Ah, den kann ich verändern. Ah, okay. Der kann irgendwie verschiedene Sachen haben. Hört sich irgendwie so nach einem Viech von H.P. Lovecraft. Ja, ist ja auch davon. Es gibt noch einen Ezra Charm, also gibt es einige Charms. Wirklich? Ja. Ja, ist es. Der ganze Mod ist davon abgekupfert. Wirklich? Ja. Ja, die Astral Sorcery ist eine schöne Mod. Aber ich habe mich in diesem Pack auch gar nicht damit beschäftigt. Das hat Nudel hauptsächlich gemacht. Ich mag die Mod immer noch nicht. Wenn du es meinst. So hast du sie noch nie kennengelernt. Da ist der beste Stab. Okay. Also es gibt hier irgendwie nicht so wirklich krasses Zeug. Muss mit ihr mal ausgehen. Vielleicht hilft das. Wie ich, Warte, was? Oh. Okay. Nichts. Ja, ja, Shanks. Du mich auch. War schon wieder verbaut. So, Shanks, warum machst du sowas? 64, danke. Danke. So. Das kann jetzt trocknen, das Modell. Na, Invis für 5 Minuten, auch cool. Boah, ich hab dich gemacht. Sieht schick aus. Ooze Removal. Aha. Okay, einige Sachen, die ich noch nicht so wirklich gelesen habe. Create and modify spell. What? Ah, hier kann ich einen Spell. Ah. Spells machen. Das wusste ich gar nicht. Aber warum denn nicht? Warum liest du nicht die Aufgabe? Weil, das ist nicht eine Aufgabe, das ist ja das. Ich muss mal gucken, ob ich da... Ach so. So, the Omelotte. The Omelotte. Aha, hier gibt's also einiges, okay. Materials. Omelotte Stone. Ja. Und dann gibt es Extasium. Most commonly appearing in Omelotte as the material used for structures. Bild sehr. It's extremely hard and can thus only can be choices tools made from it. Okay. Wie soll ich etwas zerstören mit Material, was man nur aus sich selbst zerstören kann? Und dann gibt es noch eine Dark-Version davon. Okay. Und den findet man im Tempel von Jzar. Progression. Now jetzt. Ah, da wird erklärt. Ach. Now that you've arrived in the moment, it's time to battle Jzar, Gatekeeper of the Birth. The Temple of Jzar can be located at the heart of Omelotte's Koordinaten. Oh, da gibt es eine Koordinate dafür. Once you have defeated the Gatekeeper, you will be able to unlock at all hidden knowledge through the Abyssonomicon. The Abyssonomicon requires Extasium ingots, Eldritch Scales and the Sands of the Gatekeeper dropped by Jzar. Kinders, wir haben noch was vor. Wenn du meinst. Wie viel ist denn? Ich muss gerade mal gucken. Ach, wir haben noch Zeit. Wir müssen einen Boss besiegen. Wir brauchen die Essenz. Habt ihr Lust? Wenn du meinst. Ja. Ey! Was los? Wie bist du hier rübergekommen? Geschwommen, würde ich mal sagen. Ja, das Problem ist, das Necronomicon ist natürlich wieder leer. Kennst du noch das Wupp-Wupp-Ohr? Ja, das kenne ich noch. Was für ein Ohr? Wupp-Wupp-Ohr. Kenne ich nicht. So, ich lese jetzt mal ganz fix hier in the Omelotte. Wir müssen nach, ich schreibe das mal auf, 4537. 4537. Das Buch lassen wir hier, das kann sich aufladen so lange. Kommt ihr mit? Boss kämpfen? Siegen? Ja, kannst du den denn schon beschwören? Der soll da sein einfach. Da muss man nicht beschwören. Ah, okay. Wird kein Waypoint erstellt.
Molten Propan. Das lege ich. Dafür musst du, glaube ich, in die Dimension, Nudel. Also. Ist ja in einer ganz anderen Welt. Wir sind hier die Portalhopper. Blub. So. Ja, wir müssen nur noch ordentlich ein Portal raus. So, jetzt müssen wir mal gucken. Warte, wie machen wir das hier? Waypoints. New. Kannst du mir noch mal vorlesen, Sora, was ich geschrieben habe? Ja? Wo hast du denn was geschrieben? Im Chat. Ich komme dann auch mal kurz vorbei. Vier? Im Chat. Im Ingame-Chat. 4357. Ach so. 53,7. Ich habe so viele Chats, deswegen. Warte auf mich, ich auch mal. Aber du streamst doch gar nicht, Sora. Ja. So. Trotzdem habe ich der ist dahinten. Den Ingame-Chat, den TS-Chat. Hallo, ich hab WhatsApp-Chat. Discord-Chat. Discord-Chat, ja. Das ist mehr das ist genug. Der falsche Stab. Boah, so. Das wäre jetzt schön gewesen, wenn du runtergefallen wärst. Ach, jetzt wollen wir auf Blau, lieber Hand. Bin doch schon da. Ja, aber du hast. Wie soll ich da bitte hinkommen? Ja, ich denke, du brauchst den Stab von Null. Nee. Nee. Oder hinbauen halt. Ich traue dem Stab auch keine 5 Meter eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt einfach rüberfliegen will. Hä, du hast doch deinen Bonzestab. Ja, aber der hilft mir doch nicht. Der kann dich leicht etwas absichern. Der kann dich von Fallschaden retten. Ja, aber ich weiß ja nicht, was passiert, wenn man hier runterfällt. Ja, muss man rausfinden. Wir können ja hier an den Inseln entlang, dass wir die wenigsten Dings... Ja, wir probieren unser Glück. Oh, viel Spaß. Ja, das, du hast dir keinen Stab machen lassen von Nudeln, ne? Er wollte das auch nicht. Ja, brauch ich auch nicht. Ah, siehst du, schon abgegangen, schon ausgegangen. Sehr gut. Kacke. Wir hätten uns Enderperlen mitnehmen, da kommen wir nie heile rüber, so. Ich habe einfach die höchste Höhe genommen, die ich bekommen habe, weil dann habe ich eine Möglichkeit, es zu überleben. Hasse mein Leben. Nein, warte, ich liebe mein Leben. Ich liebe mein Leben. Was hätten wir uns schießen können? Hä, mit einer Slimesling rüber schießen. Ja, bei der Länge, bei der Entfernung. Dann hätte ich aber mal Louis fahren. Das einzuschätzen ist aber echt hard risky. Ach ja, Baloo, was sollte eigentlich sein, wenn wir da hinten sind? Ja, ich meine, Boss. Nee, du schießt ja halt drüber und wenn du halt runterfliegst, dann hast du den Stab in die Hand. Stimmt. Und dann kannst du dich ja, glaube ich, wieder schießen. Das reicht ja, wenn der in der Offhand ist. Überlebt? Dieser scheiß Stab. Das war... Oh. Ich hasse ihn, aber ich wollte... Oh, cool. Ich sehe da irgendwas, oder? Ja, oh, das gehört, glaube ich, nicht. Oh, doch, das gehört. Ja, ihr hättet ja auch Teufelsdämon fragen können. Vielleicht ist das schon mit Blood Magic so weit, mit, dass man da diesen Boden da machen kann. Nee. Nee? Hallo, nee. Freunde! Ah ja, ich hab den Nokromolokom vergessen, tut mir leid. Wie klappt es denn eigentlich bei dir? Nicht die töten! Ich töte nicht. Drei Alltage. Sie hauen mich? Ja. Und jetzt mache ich gerade eine Mob-Farm, um wild zu farmen. Warst du schon mal unten in meinem Baum drin? Ja, ja, also ich hab's schon auch im Stream gesehen. Hier ist der Boss. Und sobald ich das dann fertig also hab, hier, ich das sieht aus wie eine Schmiede, da könnte eine Kiste drin sein. Maschinen bzw. Tables von Blood Magic. Als auch ein Raum für die Rituale. Also, wenn du Dämonen brauchst, in. Ich hab sowas wie eine Schmiede gefunden, Sachen, wo Blood Magic angefangen hat. Weiß es nicht. Ich muss erstmal irgendwie reinkommen. Gesehen, aber ich wollte trotzdem hier was Vernünftiges sagen. Kann man nicht reißen. Abbauen. Nee. Ja. Ich meine, das kannst du auf jeden Fall benutzen. Keine Chance. Oh, schade, da ist keine Kiste. Na gut. Wir sind auch nicht deswegen hier. Wir sind hier, jemanden zu töten. Aber Lu. Oh, wow, what? Der hat lauter Statuen von sich hier stehen. Naja, ist ja auch der Gott, den du hier töten willst. Der könnte Sanukat sein. Da. Ja, ja, wir clearen hier so lange in den Vorraum. Wie man das denn da, wenn ihr den Boss getötet habt?
Glumanda müsste sich zu Glurak. Warum hat mein Schiff aufgehört? Ja, aber Glurak mit zu kleiner Flamme. Nein, sein Schiff hat aufgehört. Willst du die Statue mitnehmen? Nein, lass sie mal erstmal stehen. Lali, spring mal runter. Was? Was passiert, wenn du runterspringst? Alles down. Das könnt ihr dann ausprobieren, wenn ihr fertig seid. Hast du überlebt? Passiert aber nichts extrem Schlimmes, oder? Also ich bin nicht überlebt. Gestorben, sagen wir es mal so. Hallo, es gibt einen zweiten Stock. Ja, bin ich auch gerade oben. Ah, hallo. Hi. Was ist hier für ein Tempel, Alter? Oh, da ist der Gott. Cool. Na gut, dann besucht den mal. Ja, das werden wir sehen, ob wir das schaffen. Warte mal kurz, Baru. Ja, ich. Bin gerade am gucken, wie ich hier rauskomme wieder. Bist du in einem Limbus? Ahnung. Tod dem Glumanda. Klingt so ein bisschen danach, dass ne? Dass keine Nuzlocke ist. So. Und wir beobachten weiter die Sonne, bis sie sich verbindet. Shanks, bist du bereit? Ach, da ist ich bin unter Erde. Noch ein Boss davor hier, wieder so ein Vieh, ey. Hallo, mein Freund. Okay, wir sind keine Freunde, habe ich mir gerade überlegt. Oh, was ist das? Der blendet mich. Alter, okay. Boah, sieht das cool aus. Übertreib halt, wir sind hier in der Disco. Alter, nein, das saugt uns ein. What the fuck? Ach, das hast du jetzt erst bemerkt. Ja, ich war nicht nah dran. Boah, das erinnert mich an den Chaos Guardian, an die Explosion. Das erinnert mich an Kingdom. Don't, aua! Uft genug. Irgendwas sagt er. Das verstehst du durchaus ja. Naja, nee. Ich töte ihn, weil er ist ein böser alter Gott. Da kommst du, Bruder? Der jammert einfach nur so rum wie bei Louis. Wie komme ich jetzt hier? Wie kriegen wir denn jetzt die Essenz? Ja, durchs Töten. Und durch den Ersatz. Indem du ihn jetzt ausnimmst. Ja. Oder indem du ihn aussprechen lässt. Wir gehen nur mal weg, Shanks. Vielleicht brauche ich die Essenz. Oder er explodiert mit mir. Viel Spaß. Nieder mit Blauli. Es war schön, ihn gekannt zu haben. Let me unleash the last power contained within the hollow puppet. Till it give me the answer. Okay. Wow! Wo bin ich jetzt? Wow, da ist ja was gespawnt. Wo bist du, Louis? Ah. What the heck? Louis? Also, ich hätte da eine Essenz, ne? Du hast eine Essenz und ich bin sonst wo gelandet. Und ich habe eine Bücherei gefunden. Wo gelandet ist. Oh, hat Balu seine Bücherei fertig gebaut? Nein, ich habe. Ah ja, du bist genau da, wo ich auch. Also ich habe eine Bücherei gefunden, nachdem alles explodiert ist und Balu ist wirklich explodiert? Ja, es ist alles explodiert. Also es ist eine große Sphäre explodiert und du bist. Ja, ich bin gestorben, glaube ich. Weg gewesen und da wo der Boss war, ist plötzlich die Essenz gewesen. Ich hätte mir Milch mitnehmen sollen. Ja. Die Frage wäre jetzt, wo ist Blaulicht? Milch, brauchst du Milch? Wie kommen wir hier raus? Ich stehe hier und ich warte, dass meine Effekte ablaufen, weil ich nichts machen kann so lange. Warte, ich klicke den Koordinaten. 4, 85, 72. 4, 85, 72? Mhm. Also Blaulicht im System, ich setze einen Milcheimer für dich. Oh. Den Bucket möchte ich wieder haben. Ist im System. Ich hab Bücher geholt. Ups, das war die. Du musst auch hier runterspringen. Ja, ja. Nein, will ich nicht. Warum nicht? Wo sind wir hier so? Keine Ahnung. Du, die Statuen brauchst du nicht, oder? Nee, das sind dekorative Statuen. Wenn du sonst noch irgendwas Cooles findest. Ja, da ist irgendwie nichts. Aber alles gelootet. Gibt es auch ein Ritual, wo du den Tag schleunigen kannst? Nee. Ich glaube, die Dinger sind etwas zu hart für meine Spitzhacke. Warum haben wir noch keinen Schock gegeben? Oh! Ja. Was haben wir noch nicht?
kein Draconic Evolution. Kann wir das überhaupt? Ich weiß es nicht. Gute Frage. Ich bin Celestial Manipulator. Hm. So, also haben wir uns irgendwo treffen? Ja, deswegen habe ich ja eben nach deinen Koordinaten gefragt, aber hier ist keiner. 400, noch was? Nein! Also, Balu ist schon weitergegangen. Ach, 70 und? 70 und 90. 70, 90 ungefähr. Meine Körpermaße. Nun kannst du mir auch in Meter reinlegen. Was, Schenk, was? Kannst du mir auch einen Milcheimer reinlegen? Ja. Eric TV, danke für den Follow, willkommen! Kannst du mir einen Wassereimer reinlegen? Natürlich, natürlich. Super, dann brauche ich nicht hochlaufen. Ich frage mich nämlich gerade, ob ich wirklich runterspringen soll. Ja, einfach. Da ist Dora. Das Problem ist, dass wir hier nicht wissen, wo wir sind. Ich würde sagen, es ist der Limbus. Ach, guck mal, Schenk ist hier in der Nähe gelandet. Ah, hallo. Ja, ich bin eben schon mal ein bisschen hier rumgereist, weil ich wissen wollte, ob ich hier was finde. Das ist halt echt lustig, weißt du, mit dem System, ne? Ja, es ist praktisch. Hallo, Badui. Hallo, Shanks. Hallo. Ich will doch nur dieses... Ich teste was. Ich will doch Looting haben. Freunde, kommt einfach zu mir, ich hole uns hier raus. Ich habe Schlüssel. Ich möchte nicht auch Looting 5 bekommen. Bitteschön, geht einfach durch. Dein Ernst, Verlöhe? Ja. Hallo, Dedex. Willkommen. Lange nicht mehr gesehen. Siehst du? Wir sind wieder da, wo wir herkamen. Wir müssen diese Steine hier irgendwie abbauen. Aber da brauchen wir erstmal Spezialwerkzeug. Diese Steine abbauen? Ja, man braucht da Spezialwerkzeug für. Ach ja, Verlöhe. Probier einmal einen Stein mit Weltmeiner abzubauen. Verlöhe. Und dann? Was hier? Probier mal hier? Mit, wie heißt ja, der? Ja, mit ja, der ja, Stein ja. aus Twilight. Dankeschön. Ich hab 1%. 2%. Vielleicht baut er ja mehr ab, wenn man gedrückt hätte oder so. Ich hab keinen Brainminer. Wow. Der Maystone, den konnte man doch auch nur mit einer bestimmten Pickaxe abbauen, oder? Mit dem Mazebreaker, den ich gerade versucht habe, aber nein. Ja, ich hab's einfach mit Rainminer massig damit gefarmt und ich hatte einfach meine ganz normale T-Gast Pickaxe. Ja. Ich glaube, durch den Bossfight haben wir was gekriegt, womit man das abbauen kann. Wartet. Nee, so schon mal nicht. Schade. Weißt du, Baloui, anstatt du einfach mal in Jay nachsiehst, dass man das Ding auch aus Endstone machen kann. Was? Ja, dieses Etaxylium. Kann man? Ja, kann man. Das wusste ich doch nicht. Darum sag ich sie. Ja, aber es steht doch nicht in meinem Buch drin. Darum hast du Jay. Nein. Doch. Nein. Doch. Aber das reicht, dieses Etaxydium Ingot. Wie kann ich denn daraus? Ah, toll. Ich brauche aber Exotidiums Bricks. Was mag ich? Ja, Bricks aus Exotidium. Wo ist das Problem? Und das Exotidium machst du aus Endstone. Indem du dann den Stein nochmal brennst für Ingots. Ja, aber ich muss ja für erstmal Exotidium abbauen. Mit einem Transmutator machst du aus Endstone. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Habt ihr jetzt verstanden, fieser Kerl, du. Bin fein. Ist da alles in Ordnung? Ja, der Edex, das ist halt wirklich schon länger her, das stimmt. Und schön, dass du vorbeischaust. So, jetzt müssen wir nur heil wieder zurückkommen, ne, Shanks? Oder wir gehen im Untergrund zurück. Nö. Und du setzt einfach kurz vor unserem Portal ein Portal. Guck mal, so hat uns ein Weg gebaut. Euch. Sollten wir abstürzen, gibt's einen Weg zurück. Wie viele Uses hat dein Key noch? Unendlich. Gut. Aber ich komme nicht hinterher, wenn du runterspringst. Jeez. Ja,
Gut, dass ich der Weg hier drunter war. Hallo, Shanks. Aber Louis. Voll fies, dass mein Schiff einfach aufgehört hat. Zu fliegen. Sehr schön, sehr schön. Oh. So, aber ich finde, wir haben einiges an Fortschritt gemacht. Ich werde nämlich jetzt auch den Stream ausmachen. Für heute erstmal genug. Wenn ihr mehr von dem ganzen Projekt hier sehen sollt, dann guckt gerne morgen bei, heute Abend bei Sura vorbei. Oder vielleicht spielt er auch LOL, ich habe keine Ahnung. Müsst ihr einfach gucken. Bei ihm ja auch immer ein bisschen situationabhängig. Also, heute Abend ist zumindest geplant. Safe-Tech, ja. Oh. Ich wollte ja mit Nudo da weiterbauen. Achso. Was mit mir? Nudo, was? Plock. Ja, Nudo. Du bist eingeplant. Gibt keine andere Nudel. Deswegen. Gibt keinen Ausweg. Sag ich mal, danke für den Support. Danke fürs Vorbeischauen. Danke einfach, für die Chat-Interaktion, dass wir so viel schreiben konnten und so. Und ich wünsche euch noch alles Gute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Follow da, einfach auf das Herz drücken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bleibt schön feurig. Tschüss. Ich hau euch jetzt im Übrigen zur Katze rüber. Hätte einfach ausmachen sollen, als ich das gehört habe. Aber egal. Macht's gut, bleibt schön feurig.